Katze. Ich vermute, Sie sind die Person, die sich in eine ziemlich persönliche Angelegenheit eingemischt hat. Die Demigeist-Statuen und die darin enthaltenen Monde wurden aus gutem Grund an ihren Plätzen aufgestellt. Sie sollten sich nicht in die persönlichen Angelegenheiten anderer einmischen. Mr. Pemberton wollte bestimmt nicht sein eigenes Briefpapier nutzen. Er weiß etwas über diese Demigeist-Monde. Offenbar ist er in Hogsmeade. Ich sollte ihm einen Besuch abstatten. Aha. Das Ganze nimmt Fahrt auf. Der Mann hinter den Monden. Mit Alhumore 3 gibt es einen ganz speziellen Ort, wo ich jetzt nichts hingehen will, aber das machen wir dann im Stream. Die Freude tue ich mir im Stream an. Jetzt erstmal hier hin. Herr Pierce, Herr Pemberton. Macht sich jemand die Mühe, meine Demigeist-Statuen zu entfernen? Tauschmeister, tschüss. Verzeihung, Sir, zu den seltsamen Demigeist-Statuen, die ich gesehen habe. Was? Wer sind Sie? Warum fragen Sie? Sie bringen Mr. Moon in Bedrängnis. Ha, gut, das war der Plan. Also sind Sie von ihnen? Ich? Ja, schon. Damit wollte ich diesem armseligen Trampel Moon einen Hauch des Leides bereiten, das er mir vor Jahren zugefügt hat. Und Sie haben sie wieder entwendet. Genau. Auf Bitte von Mr. Moon. Ich habe Ihre Eule erhalten. Auf Ihrem Briefpapier. Ja, es passt zu Moon, sich von Schülern helfen zu lassen. Zu feige, um es selbst zu tun, hat sich kein bisschen verändert. Selbst in der Schule war er ein feiger Tyrann. Er gab mir einen fiesen Spitznamen, den ich nicht wiederhole. Ich war froh, als er die Schule verließ und aus meinem Leben verschwand. Doch dann sah ich ihn wieder in Hogsmeade. Das war zu viel. Auch wenn es mich mit Genugtuung erfüllt, dass aus ihm bloß ein einfacher Hausmeister geworden ist. Mr. Moon tut so viel für die Schule. Und er hat mich viel gelehrt. Er hat Angst vor diesen Statuen. Ich weiß, Sie hätten sein Gesicht sehen sollen, als der Irrwicht erschienen ist. Unbezahlbar. Da wusste ich, was zu tun ist. Ich wollte ihn einfach nie wiedersehen. Also habe ich ihm einen Irrwicht vor die Nase gesetzt, um seine größte Angst herauszufinden. Dann habe ich die Demigeist-Statuen erschaffen, um ihn in die Schranken zu weisen. Die Monde sollten auf seinen Namen anspielen. Das hat wunderbar funktioniert, bis sie anfingen, die Statuen zu beseitigen. Die Statuen sind eine Art Mobbing. Sie sind nicht besser als er. Vielleicht sollten sie beide damit aufhören. Ach, da ist was dran. Wenn er sich so vor ihnen gegraut hat, wie sie sagen, hat er seine Lektion vielleicht gelernt. Drecksack. Ich habe gute oder schlechte Nachrichten. Je nachdem. Mr. Moon, ich weiß jetzt, wer hinter den Demigeist-Statuen steckt. Es war ein Klassenkamerad, den Sie gemobbt haben. Pierce Pemberton. Oh, ich hätt's wissen sollen. Zöpfchen Pierce. Ich glaube, er wird nicht gern so genannt. Natürlich wird er das. Oh, er hatte so volle Locken. Wir haben immer über sie gelacht. Ich wohl am lautesten. Ein cleverer Mann.
Ich wusste nicht, dass er so verschlagen ist. Ich sollte ihm gratulieren. Die übrigen Statuen machen mir weniger Angst. Jetzt, wo ich weiß, dass sie vom alten Zöpfchen aufgestellt wurden. Sammeln Sie sie ruhig weiter, wenn Sie wollen. Nein. Ich werde meinem alten Freund einen Besuch abstatten. Ach, Leute. Mobbing ist nicht gut. Mobbing ist scheiße. Danke für Ihre Hartnäckigkeit und Raffinesse. Ich habe Pierce konfrontiert. Und dass du mir keine Eule schicken scheinen können. Ich bin hier. Wir haben uns darauf geeinigt, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Ich hab euch geeinigt. Ich freue mich sehr, wieder dort zu sein. Okay. Ihr habt euch schon geeinigt per Eulenpost. Oder wie? Katze. Das war doch eine andere, oder? Gut. Dann sind wir jetzt tatsächlich questfrei. Alles erledigt. Dann geht's das nächste Mal Banditenlager zu erforschen. Ja, ist jetzt noch ein bisschen, also knapp ein Viertel ist das noch. Banditenlager erforschen. Aufs Misten. Und ja, vielleicht finden wir noch ein paar berüchtigte Gegner oder so. So, als nächstes im Stream werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal, ich mache jetzt gleich Schluss hier mit der Aufnahme. Erste Mission für den letzten Stream in den Raum der Wünsche, wo wir hier schon mal in Hogwarts sind. Auf den Raum der Wünsche. Und dann, da werden wir das Einhorn mal freilassen. Dann ist noch ein bisschen um die Tiere kümmern. Und den Raum der Wünsche umgestalten. Dann raus in die Wildnis. Mal ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Das schaffen wir im nächsten Stream auf jeden Fall. Am Stream am Freitag, das ist zwar, wir haben alle Zeit der Welt. Und dann schauen wir mal. Was sich noch so finden lässt. Ich laufe hier nochmal durch Hogwarts. Ich denke, hier in dieser Halle können wir mal. Ich überdenke zur großen Halle, aber das ist auch eine große Halle. Nicht die große Halle, aber auch eine große Halle. Und wisst ihr was? Können wir noch ein bisschen Musik zuhören. Ja. Bis zum nächsten Part oder bis gleich.
Es wird dann auch nur noch wahnsinnig unspannend. Okay. Ja, was haben wir hier? Ja, wie ihr seht, die Sidequests sind weg. Noch eine Hauptquest. Die letzte Quest steht uns bevor. Und hier, Level 34 ist nah. So, und ich habe in der Aufnahme. Was hast du, Gino, dabei gedacht? Ich komme seit 30 Jahren zu unserer Familie. Und du dachtest, es wäre schlau, sie in einen Becher zu verwandeln und sie nach dem Festmahl in der großen Halle stehen zu lassen? Ich hörte, die Elfen mussten auf der Suche nach ihr jeden Becher im Schloss verwandeln. Ich hoffe, du bist mächtig stolz. Ah ja. Solche tollen Sachen, die man nebenher noch mitkriegt. Oh, Peeves, was treibst du denn hier unten? Peeves, lass die Schülerin in Ruhe. Fokus-Trank können wir bauen. Oh, wir können Unsichtbarkeitstrank bauen. Nicht schlecht. Wer weiß, was mit der Schule passiert wäre, wenn sie nicht gewesen wären. Wir sind ihnen zu Dank verpflichtet. Ah. Wir alle. Ja. Hab ich gern getan. Wohin hat Peeves die Schülerin verschleppt? Ich hab im... Das wollte ich sagen, ich hab in der Aufnahme ein bisschen... Nicht nur ein bisschen, ich habe Monde gesammelt. Ich habe auch die Quests mit Demigeist-Monden geschafft und jetzt können wir an Hogwarts Stufe 3. Das heißt, wir werden jetzt nochmal in Hogwarts rumlaufen und Türen öffnen. Großer Türöffner-Tag heute. Das werden wir als erstes machen und dann geht's in den Raum der Wünsche. Die Tür ist schon offen. Den zweiten Sicherheitstrank. Och, mein Husten wieder. Ne, dauert nicht lange, da können wir noch ein bisschen warten und quatschen. Vor allem oben im Schulleiterbüro gibt es noch ein paar Türen, die mit Stufe 3 gesperrt sind. Da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Da gibt es sogar ein Achievement, soweit ich weiß. Wenn man die höchste Stelle irgendwo kurz erreicht hat. Studiert jetzt mal des Professors, des Schulleiters. Ach, 7, 6, 5, 4. Wer weiß, okay. Was mit der Schule passiert wäre, wenn sie nicht gewesen wären. Wir sind ihnen zu Dank verpflichtet. Wir alle. Kann ich schaden. Ich habe gerade nur 6 dabei. Da mal ein paar Mega-Power-Tränke zum Basteln. Machen wir uns noch 10 Stück. Im Raum der Wünsche können wir dann auch noch mal ein bisschen was machen.
Jo. Wir können dieses Team auf jeden Fall noch ordentlich füllen. Also wir werden noch... Keine Angst, wir werden noch... Ein paar Stündchen werden wir hier noch verbringen. Durch den wir hier draufsetzen, würden wir uns wieder ab, falls wir nochmal vorbeikommen. So, mein Ziel ist jetzt als allererstes der Astronomieturm. Okay, das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich ihn latschen. Astronomieturm war sogar falsch. War der. Oder doch? Das war. Nee, das war ein Astronomieturm, oder? Da rede ich mit mich doch nicht, oder? Na, wenn ich hier oben. Du warst im Gryffindor-Turm. Ging es oben auf die High Beefs? Ging es oben auf den Turm? Ja, wo wollen wir nicht lang? Lumos. Das ist da oben in der Ecke. Okay, das können wir nochmal eben machen. Da rennt einer mit einem Lumos am Tag rum. Das meine ich, es gibt hier so kurz mal ein paar Stocker. Aber Leute, es ist hier Meckern auf hohem Niveau inzwischen. Leute, guckt, wie geschmeidig das läuft sich das Spiel. Und wir hüpfen die Treppen nicht mehr runter. Und laufen das jetzt hier. Das ist ja. Gehen die Treppen nicht mehr schrittweise runter. Machen. Ist diesmal ordentlich flüssig. Auch unterwegs, überall, wo wir Schlüssel, ich meine, Schlösser finden. An Türen. Dann werden wir da mal reingehen. Da war ich gerade ein bisschen verwirrt. Das ist da um die Wünsche. Da kommen wir später noch mal rein. Dann war das der Gryffindor-Turm. Professor Black sein Büro hat. Mit Schuhleiter. Hi, Nati. Wie geht's dir nach dem ganzen Scheiß, den du erleben musstest? Leute, die einfach weiterreden, während sie schon weglaufen. Weiß man da mehr? So, hier rüber ging's. Ja, genau dorthin. Lumos. Das finden wir nie. Ah doch, das ist die Statue neben dem Eingang. Dann machen wir das. Muss doch hier sein. Mathe.
eine kleine Motte zurückbringen. Erfahrungspunkte bringen die nicht mehr, oder? Die Seiten wieder sammeln. Meine mich zu erinnern, dass die mal Erfahrungspunkte gebracht haben. Naja, egal. Wir werden uns Erfahrungspunkte schon noch finden. Da ist die große Halle. Die öffnen wir zum Schluss. Endlich mal die Treppen rauf rennen. Das ist doch so eine Sache, die selten möglich war. Gut, hier ist Sackgasse. Und hier ging es lang, oder? Das war der richtige Turm. Einen anderen großen Turm gibt es hier nicht mehr. Nur kurz. Vielleicht nicht mehr. Kriegt man hier langsam den Drehbogen. So viele Kurven und so viele Rundungen, die ich hier aber lang laufe. Das erste Schloss haben wir hier. Hallo, Homura. Okay. Revelio. Den Apfel. Ansonsten die Kiste. Ein Restaurant. Okay. Liebe Schwester. Ich freue mich, deine letzte Eule erhalten zu haben. Es scheint, als würdest du wie immer die Herausforderungen meistern, die nicht nur die Schüler, sondern auch ein gewisser Schulleiter mit sich bringen. Deine Geduld kennt keine Grenzen. Apropos Geduld. Ich danke dir für alles, was du für Geralt getan hast. Du hast ein gutes Gespür. Man braucht eine ausgewogene Mischung aus Disziplin und kreativer Ermutigung. Steht, dass ich froh bin, dass sein Kommilitonen seine eigene Familie ersetzt haben und es darum geht, seine neueste Bräuche zu probieren. Wunderbar, wie er es dreht und wendet. Ihr seid die Glückspilze der ersten Stunde und nie erwähnt er die Möglichkeit von unerwünschten Nebenwirkungen. Nun, ich muss los. Ich entschuldige mich für die kurze Nachricht. Ja gut, das ist schon etwas länger. Wie es scheint, hat sich die Jüngste selbst in ein kleines Zimmer gebracht. Sie hat einen Gartenzwerg in die Lenkpflaumen des Nachbarn geworfen. Schon wieder. Skandalös. Zwergenmissbrauch. Wie dem auch sei, ich hoffe, wir sehen uns in den Ferien. Liebe Grüße. Geh. Ist wahrscheinlich. Es klingt also, als wäre das ein Brief an Professor Weasley.
Dann muss das hier Professor Weasleys Raum sein. Revelio. Ja. Direkt beim, naja, nicht sehr direkt, aber schon beim Schulleiter. Hier waren wir schon. Fragezeichen. Ja, hier waren wir schon. Mal rauf hier. Das Schloss können wir nicht öffnen. Hätte ich auch nicht erwartet. Revelio. Auf ins Schulleiterbüro. Professor Blake, wie immer, nicht anwesend. Lass mal seinen Tee saufen. Oh, wir stehen auf dem Stuhl. Alohomora. Jetzt öffnen wir mal das Zimmer. Wir öffnen die Tür und verschaffen uns Zugang zum Zimmer. So. Aha. Eine Gemäldegalerie. Ach. Das Schlafzimmer von Blake. Erstmal randalieren. Lieber Phineas. Sorry, böser Phineas. Die Kinder fragen schon nach deiner Rückkehr. Besonders Belvina fragt jeden Morgen beim Frühstück nach dir und beginnt zu schmollen. Wenn ich sie erinnere, dass du damit beschäftigt bist, die Qualität ihrer zukünftigen Ausbildung zu sichern. Sirius und Phineas schicken nur selten eine Eule. Ist übrigens nicht der Sirius, den wir aus Harry Potter kennen, sondern ich habe auf den Stammbaum geguckt, es gab schon früher einen Sirius, der ein Bruder von, einer der Brüder von dem Schulleiter hier, heißt auch Sirius. Der Sirius, den Harry kannte, der ist noch nicht geboren. Sirius und Phineas schicken nur selten eine Eule. Aber wenn sie es tun, wirst du darin nie erwähnt. Bin mir sicher, dass sie stolz auf dich und alles, was du für Hogwarts tust, sind. Denn den eigenen Vater zum Schulleiter zu haben, ist eine gewaltige Ehre. Merlin, helfe mir. Cygnus hat begonnen zu krabbeln und folgt Arcturus. Wie ein unliebsamer Schatten. Arcturus bettelt um einen Unsichtbarkeitstrank und ehrlich gesagt kann ich es ihm nicht verdenken. Ich wäre fast geneigt, einen zu bauen. Wäre ich mir nicht sicher, dass Cygnus es mir mit einem endlosen Krake heimzahlen würde. Vielleicht sehen wir dich ja in den nächsten Schulferien. Aber bitte fühl dich zu nichts verpflichtet. Wir kommen zurecht. Ursula. Revelio. Okay, es ist ein Brief an die Tochter von Blake. Die Nette einfach einkassiert. Das sieht ja immer recht. So. Auch noch bei Nacht mit großen. Fantastisch. Alohomora. Jetzt können wir uns hier nochmal weiter
weiter hineinschleichen. Hallöchen. Oha. Man blickt von oben auf den Schreibtisch und weitere Gemälde. Revelio. Fantastisch. Eigenschaft freigeschaltet. Schöne Aussicht. Professor Black, bezüglich Ihres Briefs vom 20. September. Ich werde den Zulassungsprozess für kurz nicht überdenken. Hochachtungsvoll, Ferris Parvin, Zaubereiminister, London. Aha, wird Black hier den... Aha, Schlüssel der Zulassung. Ich weiß, wo der reinpasst. Wird Black hier etwa die Schule schließen? Revelio. Ja, das ist echt ein guter Ausblick, auch wenn die Scheiben die Sicht ein bisschen verschlimmern. Hier kann man, glaube ich, sogar... Natürlich kann man. Aber man kann da nicht mehr landen, oder? Das ist deprimierend. Und abheben kann man. Ah, doch, ich kann landen. Nachdem ich da einmal gewesen bin. Revelio. Ach so, falsche Tür. Die groß hier. Hier gibt's noch was zu sehen. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Verwirrt. Ausfall abgeschlossen. Lösen die Geheimnisse von Hogwarts. Aha. Wir kommen noch in den Raum der Wünsche. Wo geht diese Wendeltreppe hin? Aha. Revelio. Feder der Aufnahme und Buch der Zulassung. Die Feder der Aufnahme und das Buch der Zulassung wurden von den Gründern deplatziert, sind seither unangetastet geblieben. Sie tragen den Namen jedes angehenden Hogwarts-Schülers ein. Sobald er erste Anzeichen von Magie zeigt, wo die Feder nachsichtiger ist als das Buch, das manchmal zuschnappt, bevor ein Name eingetragen wird, wenn die Anzeichen von Magie nicht dramatisch genug sind. Aha, hier wird also bestimmt, wer nach Hogwarts kommt und wer nicht. Dass die Feder schreibt von selbst. Möchte ein. Manchmal wehrt es halt das Buch. Revelio. Da wisst ihr, wer schuld ist. Ah, hier haben wir es gerade gesehen. Da ist das Buch zu. Da wisst ihr, wer schuld ist, dass ihr nicht nach Hogwarts gekommen seid. Jetzt könnt ihr es mit diesem Spiel. Es ist sehr schön, das auch mal gesehen zu haben. Okay.